Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Wochenmagazins von Oskar am Freitag TV, Ihrem Lokalsender für den Kreis Gotha. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die eine: in genau einem halben Jahr ist Weihnachten bereits vorbei. Und die andere ist, Sie haben bis dahin noch gute Gelegenheit, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und vielleicht nach Geschenken für Ihre Liebsten zu schauen. Aber starten wir mitten hinein in eine ganz wichtige Meldung aus dem Bereich Kultur. Auch die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach hat in der Lockdown-Zeit gelitten, weil sie konnte nicht auftreten. Das wird sich nun ändern. In einer großen Pressekonferenz in Eisenach wurden zwei große Konzertreihen neu vorgestellt. Einmal an wichtigen Orten hier in Thüringen und zum anderen auf dem Schlosshof im Schloss Friedenstein in Gotha. Und ich kann Ihnen sagen, das, was dort auf die Beine gestellt worden ist, ist sehr hörenswert und sollte Sie alle sehr neugierig machen. Außergewöhnliche Kompromissbereitschaft und eine lange konzertlose Zeit liegen hinter der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Deshalb freute sich die Intendantin Michaela Bacevic umso mehr, in den vergangenen Tagen in zwei Pressekonferenzen einen Ausblick auf diesen Konzertsommer im Wartburgkreis und im Landkreis Gotha zu legen. Kunst und Kultur, so betonte die Intendantin, gehören in unser tägliches Leben. Sie seien essentiell und unverzichtbar und stellen für alle eine lebensnotwendige geistige Grundlage der eigenen Existenz dar. Deshalb freue sie sich umso mehr, gleich zwei Konzertreihen anzukündigen. Unter dem Motto Konzerte, Sommer, Theater wird das Schlosshof Open Air, welches die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach in Kooperation mit der Stiftung Schloss Friedenstein veranstaltet, insgesamt 16 Theater- und Konzertveranstaltungen umfassen. Zeitgleich starten im Wartburgkreis und im Landkreis Gotha die philharmonischen Sommerkonzerte an besonderen Orten. Vom 25. Juni bis 11. September, also praktisch von diesem Wochenende an, gibt es nahezu an jedem Wochenende Konzerte in Eisenach, Gotha, Bad Tabberz, Waltershausen, Bad Salzungen, Friedrichroda, Rula, Wilhelmsthal und auf der Kreuzburg. Onno Eckhardt, Landrat des Landkreises Gotha, freut sich auf die Sommerkonzerte. Nicht nur auf die in Gotha, sondern auf jene an besonderen Orten im Landkreis Gotha und im Wartburgkreis, wie er selbst gegenüber dem Gothaer Lokalfernsehen bekundet. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach nimmt den Betrieb wieder auf. Und nicht wie in den vergangenen Wochen hinter verschlossenen Türen im Probebetrieb zur Vorbereitung der Sommerkonzerte, sondern jetzt ab Mitte Juni bis Ende August tatsächlich auch auf offener Bühne. Auf den Bühnen im Landkreis Gotha und im Wartburgkreis können Sie die hohe Kultur, die hohe Kunst des Musizierens mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach erleben. Ich würde mich freuen, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen. Mehr zu den aktuellen Programmen finden Sie auch im Internet unter www.oskaramfreitag.de sowie natürlich auf der eigenen Seite der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, die Sie unter www.thphil.de besuchen können. Wir wünschen jetzt schon viel Spaß. Unser täglich Brot essen wir mit größter Selbstverständlichkeit. Aber wer sorgt dafür, dass das geht? Wie kommt das Mehl eigentlich in die Geschäfte, in die Bäckereien? Wie kommt dann das Brot zu uns? Und hier in Gotha gibt es dafür einen Mühlenbauer. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich das Wort Mühlenbauer höre, habe ich dieselben Fragen wie unser Redakteur Rainer Aschenbrenner. Der hatte nämlich Gelegenheit, Thomas Sputh, Mühlenbauer, zu besuchen und zu klären, was ein Mühlenbauer eigentlich baut.
Mitten in Gotha wartet eine Überraschung auf uns, nämlich weil wir hatten uns interessiert, gehört, es gibt Mühlenbau, einer der wenigen, die es noch in Deutschland gibt, und der soll ausgerechnet in Gotha sein. War natürlich für uns ein Thema. Deshalb sind wir heute hier bei Thomas Sputh, einem der letzten Mühlenbauer. Ich habe hier kein Lenkrad in der Hand, sondern das ist ein Teil einer Maschine, auf der diese wunderbaren großen Teile bearbeitet werden. Was ist denn nun eigentlich der Job eines Mühlenbauers? Ja, Mühlenbauer ist normalerweise, sagt ja der Name schon, derjenige, der eine Mühle komplett baut, von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. Das ist aber nicht das, was Sie machen. Das ist aber nicht das, was ich mache. Das ist ein kleines Teilbereich, was ich hier habe. Das ist die Walzenriffelei. Das Herzstück einer Mühle ist ein Walzenstuhl, da wo das Korn zerkleinert wird. Und diese Walzen werden stumpf von Zeit zu Zeit und die schärfe ich nach. Das ist das sogenannte Riffeln. Das ist eigentlich unglaublich, dass die ist ja bestimmt ziemlich schwer, so eine Walze, dass die stumpf wird von dem Korn, oder? Ja. Na gut, es ist wie mit allem, durch mechanische Bearbeitung wird es eben dann auch stumpf. Ein Messer wird auch stumpf, obwohl sie es nur, vielleicht nur durch Butter irgendwie ziehen oder was weiß ich. Nach der gewissen Zeit ist es dann einfach so weit, dass es... Und gerade bei solchen Sachen wie hier, Futtermittel oder sowas, da sind auch Steine manchmal mit drin in den Produkten. Also das wird dann nicht so sehr gereinigt. Sie sind ja nun in dritter Generation hier in dem Laden und in dieser Werkstatt. Wie sind Sie dazu gekommen? Eben weil der Vater das gehabt hat hier? Ich bin hier, habe hier laufen gelernt. Okay. Wie wird man das? Also was muss man da für einen Beruf ergreifen, damit man das machen kann? Na, ich habe damals Schlosser gelernt. Heute wäre das ein Metallbauer oder Maschinenbauer. Und dann spezialisiert man sich in diese Richtung. Und ich war dann in Braunschweig an der Deutschen Müllerschule, die einzige Schule in Europa, die dann eine Technikerausbildung anbietet. Und da habe ich 2 Jahre in Vollzeit meinen Techniker gemacht. Und seitdem bin ich Mühlenbautechniker. Und wie viele Kunden haben Sie denn eigentlich und wo kommen die her? Ungefähr 100 sind es momentan aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und aus Polen. Ich freue mich nun, meine Kollegin Dana Peukert ankündigen zu können. Sie wird die Nachrichten für Sie sprechen. Arnoldi-Schüler erstellen Audioguide. Gotha. Kinderaugen sehen anders. Auch den herzoglichen Park Gotha. Bald kann man sich den Garten aus ihrer Perspektive erklären lassen. Im Projekt Hör mal im Garten erstellt eine Schülergruppe der Arnoldi-Schule Gotha ein Audioguide für Kinder. Förderer und Projektpartner der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sind die Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die Thüringer Landesmedienanstalt. Der Audioguide wird die großen und kleinen Pflanzen, die Geschichten und Besonderheiten des herzoglichen Parks und der herzoglichen Orangerie kindergerecht vermitteln. Unterstützt von Profis planen die Schüler die Produktion und setzen sie um. Von der Auswahl der Themen und der Textproduktion über die Anlage des Konzepts bis hin zur Aufnahme der Töne und Geräusche sind die Schüler verantwortlich. Einen solchen Audioguide hatten Anfang 2020 Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse des Gustav-Freitag-Gymnasiums Gotha für das Herzogliche Museum Gotha in einer Projektwoche erstellt. Oskar am Freitag TV hatte berichtet. Mehr von der Friedrichstraße in Gotha. Seit heute Nachmittag ist die Friedrichstraße in Gotha nun auch zwischen Philosophenweg und Justus-Perthes-Straße nutzbar. Zusätzlich kann man von der Justus-Perthes-Straße in Richtung Schöne Allee fahren, während die Gegenfahrbahn noch bis 30. August gesperrt bleiben soll. Parallel wurde heute auch die Helenstraße wieder zur Einbahnstraße, aus der man dann auf die Friedrichstraße fahren kann. Siebleberwall in Gotha wird zur Baustelle. Am 1. Juli beginnen die Bauarbeiten zur Erweiterung des Fernwärmenetzes in der Friedrich-Jakobs-Straße sowie am Siebleberwall und im Philosophenweg. Auf 250 Metern wird eine neue Fernwärmeleitung verlegt. Parallel dazu erneuern Stadtwerke Gotha Netz GmbH und der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden Elektroleitungen sowie Rohre für Wasser und Abwasser. Baugewinn am 1. Juli ist unterhalb des Schlosses auf Höhe der Friedrich-Jakobs-Straße 4. Der erste Bauabschnitt endet in der Einfahrt Richtung Orangerie unterhalb des Siebleberwalds 2. Das Bauende ist für Ende November geplant. Und nun zu den Kulturnachrichten. Gleisdreieck zeigt einen außergewöhnlichen Film.
Am 20. Juli gibt es im Saal des Freizeitzentrums Gleis Dreieck in Waltershausen eine Filmvorführung mit anschließendem Gespräch. Gezeigt wird Masseltopf Cocktail aus dem Jahr 2019. Es ist die Geschichte des 16-jährigen Juden Dima, dessen Eltern in den 1990er Jahren als Flüchtlinge in den Ruhrpott kamen. In den 30 Minuten begegnet Dima verschiedenen Charakteren aus seiner direkten Umwelt, mit ihren Vorurteilen gegenüber Juden und Jüdinnen in Deutschland. Anschließend gibt es eine Diskussion mit Regisseur Arkadi Kayet, der Drehbuchautorin Merle-Theresa Kirchhoff und Mai Kreimann, dem Leiter des Museums Schloss Tenneberg. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Film startet 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gothas Schlosshof Open Air startet. Vom 3. Juli bis 29. August lädt die Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach zum Schlosshof Open Air auf Schloss Friedenstein und zu 17 Veranstaltungen. Zur Eröffnung am nächsten Samstag, den 3. Juli, heißt es ab 20 Uhr Summertime an der Côte d'Azur. Das große Wunsch-Gala-Konzert mit Solisten und großem Orchester der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach. Tags darauf spielen 7 Ensemble der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach von 11 bis 22 Uhr Kammermusikalisches. Tickets gibt es im Ticket-Service-Büro am Hauptmarkt sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online beim Ticketshop Thüringen. Grevenhainer Musiksommer startet am Sonntag. Am Sonntag, dem 27. Juni, findet um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Grevenhain das erste Konzert des Grevenhainer Musiksommers 2021 statt. Die saarländische Organistin und Pianistin Petra Gries wird an der historischen Thielemann-Orgel zu Gast sein. 30 Jahre. 30 Jahre gibt es nun das Unternehmen Ora Energie. Und wir haben diesen durchaus wichtigen Termin nicht verpassen wollen. Deswegen besucht unser Chefredakteur Mike Schulz Michael Fischer von Ora Energie und lässt sich erzählen, was in 30 Jahren geschehen ist und warum 30 Jahre für ein solches Unternehmen durchaus eine ganz schön stattliche Zeit ist. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen, liebe Zuschauerinnen natürlich auch, nicht, dass wir noch Beschwerden bekommen. Wir sind heute an einem Freitagvormittag bei strahlendem Wetter und bereits 30 Grad am Vormittag zu Gast in Hörselgau und da nicht irgendwo, sondern bei Ora Energie, dem Energieunternehmen. Neben mir steht Michael Fischer, der Geschäftsführer, und unser Besuch ist kein Werbebesuch, er ist ein Anstandsbesuch aufgrund des Jubiläums, denn Ora Energie wird 30 Jahre alt, besser gesagt wurde bereits 30 Jahre alt, und das ist Anlass genug, heute ein kurzes Bilanzgespräch zu führen. Nun frage ich mal, Herr Fischer, Ora Energie, die Bilanz nach 30 Jahren so strahlend wie das Wetter draußen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben 30 Jahre erfolgreiche, sichere Energieversorgung hinter uns gebracht und wollen die Sonne und den strahlenden Sonnenschein nutzen als Anschub für die nächsten 30 Jahre. Ah, bleib mal aber erstmal bei der Gegenwart. Ora Energie hat 43 Mitarbeiter, habe ich das richtig, in Erinnerung, und arbeitet von wo bis wo? Also wir sind im Landkreis Gotha Versorger und im nördlichen Wartburgkreis, betreuen dort ein Erdgasnetz von 800 Kilometern ungefähr, eine Fläche von 822 Quadratkilometern, die Städte, die größeren Städte Gotha und Eisenach ausgespart. Also wir sind also in der ländlichen Region ein Regionalversorger in dem Bereich. Ein Regionalversorger in der ländlichen Region, hat das besondere Herausforderungen? Ja, natürlich hat das besondere Herausforderungen. Die liegen zum einen natürlich, die Orte, die wir dort versorgen, nicht ganz so groß sind. Das heißt, wir haben dort ein anderes Verhältnis zwischen Leitungskilometer und angeschlossenem Kunden. Das ist eine gewisse Herausforderung. Demografische Entwicklung auf dem Land ist natürlich eine andere als in der Stadt. Und was auch eine besondere Herausforderung für einen Geschäftsführer ist, man hat natürlich
statt einem kommunalen Gesellschafter viele kommunale Gesellschafter, die man alle zusammenbringen muss und dort ja, eine gute Interessenslage schaffen muss. Die Stiftung Schloss Friedenstein ist für Gotha und den ganzen Landkreis eine ganz wichtige Institution, denn sie verwaltet das Schloss Friedenstein. Und das hat in der Tat Bedeutung weit über Thüringen hinaus. Wir hatten Gelegenheit, Marco Karte, Pressesprecher der Stiftung Schloss Friedenstein, zu uns auf unser rotes Sofa einzuladen. Und ich verspreche Ihnen, er hat eine Menge interessante Dinge zu erzählen, was so rund um das Schloss passieren kann und passiert. Am Barockfest Samstag planen wir kleinere Veranstaltungen. Wir werden das Picknick wieder stattfinden lassen und werden Führungen im Schloss anbieten. Und der Hauptpunkt wird das Konzert sein um 21 Uhr am Samstag mit abschließendem Feuerwerk, das ja auch während des Barockfestes das große Highlight ist. Das können wir Gott sei Dank stattfinden lassen. Und darauf freue ich mich schon wieder und haben im letzten Jahr da auch tolle Erfahrungen sammeln können. Und viele, die uns jährlich besuchen und in barocken Kleidern auch die Stadt beleben, haben gesagt, sie lassen ihre Hotelbuchung auf jeden Fall bestehen und kommen. Also darf man sich auch auf viele barocke Gestalten in und um Gotha freuen. Alle unsere Beiträge können Sie noch einmal nachhören und nachlesen, entweder bei uns auf unserer Internetseite oder Sie gehen in den Kabelkanal oder Sie gehen auf unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie alle Beiträge, sowohl die aktuellen als auch die aus der Vergangenheit. Und ich verspreche Ihnen, da sind eine ganze Menge ganz spannender Beiträge noch dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Bleiben Sie guter Dinge. Denken Sie daran, dass Weihnachten in einem halben Jahr schon vorbei ist. Unterstützen Sie den lokalen Einzelhandel und genießen Sie ein bisschen das schöne Wetter oder was immer draußen passiert. Bis dahin und bis zur nächsten Woche alles Gute. Ihr Magazin von Oskar am Freitag.